Ist ja gut jetzt. Alter. Willst du mit mir diskutieren? Ich sitze am längeren Hebel. So, ein Tag kein Futter. Hast du Pech gehabt? Guten Tag, liebe Suchtis, und da sind wir wieder bei der Sie, die Bauerntölpel, mit dabei Bäuerin Jayla. Peace, ihr Knorpelis. Und der Stalljunge Hajo, der hier bei mir im verdörrten Baum sitzt. Moin, moin. Und die Hausmagd Mister und der, ach, du bist es. Und der, Hofschlachter Marco sind heute auch wieder nicht dabei. Wir haben in die Wüste geschickt erstmal zum Wassersammeln. Und wir hatten in der Aufnahme Pause hier Besuch. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge haben wir hier ein Feuerchen gemacht, ein Feld angebaut. Und kaum machen wir natürlich ein Folgenpäuschen. Kam Besuch. Und man muss sagen, Jayla und Hajo, kann man ja ruhig sagen, waren kurz austreten. Ich hockte ja so alleine und dann musste ich den auch jetzt erschießen. Weil er sonst zur Gefahr geworden wäre. Haben uns aufmerksam damit gemacht wahrscheinlich. Da, irgendwo liegt da. Den müssen wir uns eigentlich auch angucken, ne? Ich glaube, hier ist kein zweiter. Der kam auch alleine angelaufen. Ich glaube, der war alleine. An einem gefällten Baum. Toll. Immerhin. Gucken wir uns das Werk an. Ja, der hat sich wahrscheinlich völlig verwirrt den Baum angeguckt. Irgendwo hier muss er liegen, ne? Hinter dem Zaun doch, ne? Ah, da ist er. Ja. Ist er. Komm mal hier durch. Eine IZH-Rifle hat er. Sonst nichts. Da liegt doch! Oh, da liegt er. Ich dachte schon, da läuft da, sagst du. Ja. Oh, das sieht aus wie Dean Hall, Alter. Das ist Dean Hall. Nimm Dean Hall. Das sieht sich voll komisch aus, wie eine Puppe. Oh Gott, der arme Kerl. Aber soll ich mal was sagen? Es ist schön, euch anzugucken. Ihr habt nämlich wieder Gesichter. Echt? Ja. Ich habe bei mir immer noch Schwarzkopf. Bei mir nicht. Du hast aber ein Gesicht bei mir. Schön. Ah, du hast, glaube ich, auch ein Gesicht bei mir. Wir müssen auch mal eine Folge auf einem Hardcore-Server spielen. So, Ego-Perspektive ist schon echt schick. Dann wackel ich aber sonst. Ja gut, wir wollen jetzt natürlich eigentlich in die Stadt reingehen und unsere Ernte an den Mann bringen, die da befindet. Wobei das natürlich gefährlich ist in Elektro, das wissen wir ja. Ernte an den Mann? Ja, ich hab nur noch eine Zerini über. Ja, ich habe aber noch. Ich hab auch. Den Rest habe ich selbst weggefuttert. Und das Gegrillte und so. Das hätte man denen ja gut anbieten können, den Jungen hier. Der ist leider nur dummerweise in der Aufnahmepause aufgetaucht. Wo zwei weg waren. Ja, das ist von uns. Das ist natürlich dann schlecht gelaufen für ihn. Sonst hätte man sogar nachher denken können, ihn einzuladen zum Schlemmen. So kann es manchmal gehen in Daisy. Oh, wie liegt denn da? Hat eine Shotgun hier liegen? Das sind zweischüssige. Dafür die IZH behalten? Komisch. Wer hätte dafür Muni gehabt und für die andere nicht? Hm, jetzt nicht drauf gedacht. Hast du ihm mal gelootet? Nö, war nichts dabei, ne? Nichts Brauchbares. Ja, sollen wir losziehen? Mhm. Mir graut's davor, aber ja. Ja, es nutzt ja nichts. Du weißt doch, wie viele der Zuschauer immer auf Action aus sind. Wir wollen es doch sehen. Nee, darum geht's, sehen, wie darum, wir sterben. Darum geht's mir ja nicht. Also an sich in die Stadt habe ich jetzt kein Problem, aber in die Stadt zu gehen mit dem Gedanken, friendly zu sein und Gemüse zu verteilen, ja. Das ist halt so. Das Risiko für uns wird halt höher, erschossen zu werden, wenn man nicht gleich auf Koss, wie es so schön heißt, aus ist. Eine Angel lag da auch noch am Brunnen. Eine Angel? Ja, die brauchen wir jetzt nicht. Überhaupt keinen Platz mehr. Ja, wir laufen natürlich auch immer, ich sag ja immer, wenn man auch mit Waffe schon gezogen rumläuft, ist man natürlich auch ganz klar über die Waffe. Ja, aber ohne gezogene Waffe und du hast jemanden, der dich so oder so tötet, egal ja, wie du ausgerissen bist. Hast du Nachteile, ja. Hast auch Nachteile. Aber so geht's halt schwierig, überhaupt jemanden zu sprechen, wenn er das schon sieht, gezogen oder so. Ja. Weil, willst du machen, ne? Selbst ich, wenn ich scope, muss ich sie ja auch gezogen haben, nützt ja nichts. Mal durch die Gegend gucke. Das hat alles Vor- und Nachteile. Gegend gucke. Zum Beispiel jetzt scope ich will ja nur gucken, durch die Gegend gucken, ich will ja keinen erschießen im Moment. Aber wenn das einer sieht, der denkt, oh, der zieht da irgendwo hin, der will dann nimm doch ein Fernglas mit. Oder nur das Scope, ja.
Aber ein Fernglas wird wieder extra zwei Slots belegen. Weißt du noch, wie das ist? Die notwendig wären. Ich sehe bisher nichts da am Hafen. Hier liegt noch mehr Angeln. Danke für die Info. Dann nimm doch eine mit. Nö. Nein? Kannst du vielleicht gleich nochmal angeln gehen? Falls da noch dazu kommen. Ich nehme lieber Netze mit. Ich gehe in den Buschi. Ja, Netze sind gut. Ich gehe in den Buschi. Oh Gott. Ich hatte gerade einen schlimmen Reim im Kopf. Das reimt sich wohl auf Buschi. Und das Wort Muschi wäre dabei gar nicht mehr das Schlimme gewesen. Sondern eher der Buschi, oder was? Der Muschi. Aber die Muschi? Kombi, was ich über Muschi erzählt hätte, wäre schön gewesen. Oh Gott. Ja, jetzt hast du also alle neugierig gemacht. Ja. Auch die 500.000 Zuschauer, die ja jede Folge zugucken. Ja. Ich bin schon am Hafen, ne? Ja. Dafür, dass du eigentlich nur zum Buschi wolltest. Ja, das Problem ist halt, wir müssen eigentlich jemanden zuerst sehen, damit wir ihn ansprechen können. Weil alles andere geht ja. Ja, wenn jemand auf mich schießt, dann ist so oder so. Ja, vorbei. Ist schon klar, aber wenn uns einer sieht, das wollte ich damit sagen, der wird ja uns sofort unter Beschuss nehmen. Deswegen müsst, als jemand sich fragt, warum schleichten sie so und so. Ja, weil wir natürlich darauf aus sind, jemanden zuerst zu sehen, damit wir ihn ansprechen können. Sinn und Verstand gehen wir an den Strand. Und da steht ein Zombie. Ist schwer am Keuchen. Wollte Tayo den Keuchcharakter. Oh, Wasser. Urbi et Orbi. Fällt euch das auch manchmal auf, dass man manchmal einen Charakter hat, der schnell keucht, sobald man ein paar Meter gelaufen ist. Und manchmal hat man einen Charakter, der keucht. So gut wie nie. Tja, man hat seine schlechten und seine guten Tage, was? Ja. Hat jemand ein Schalldämpferpistole, um den da mal wegzusnacken? Haben wir. Den mache ich. Oh, der ist gleich im Boden versunken. Boah, Scham. Scheiße, ich bin von Hanno erschossen worden. Schande über mich, ich versinke im Boden. Schande. Shame. Shame. Ein Bauerntölpel erschossen worden. Das ist auch bitter. Auch wirklich nicht. Kann man kein Loblied von singen. Wenn man vom Bauern erschossen wird. Steppen Ayo, hier. Wie weit bist du hinter uns? Ayo? Ayo? Ja, der gute, hat Ayo. Gute Frage. Am Schuppen bin ich jetzt vorbei. Okay, aber wir laufen halt noch weiterhin am Hafen an den Kränen entlang. Da, 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 ja, ich bin am vorletzten Kran. Ja, ich bin. Hast mich locker übersehen im Busch hier. Ja, wir gehen halt erstmal den ganzen Hafen entlang. Ja, hier ist halt schlau, sich zu nähern, ne? Weil. Ja. Hier hocken sie halt nicht so oft. Wir kennen die Hotspots. Ja. Schleiperhügel ist man sicher hier erstmal vorerst. Ich höre schon wieder so ein Larry keuchen. Bin jetzt innerhalb der Mauer, ne? Also oh, hier komme ich nicht mehr durch, da bin ich zu fett für. Ja. Das sollte dir zu denken geben. Ja. Bäuerin fordert mich nicht genug. Das ist es. Ja, ich selbst kann doch unmöglich schuld dran sein. Unmöglich. Sind immer die anderen, ne? Ja, das ist selbstverständlich. Ich nie. Alle anderen Menschen. Ja. Das ganze Universum ist gegen mich. Genau. Typische menschliche Verhalten. Mhm. An mir kannst du nicht liegen. Was machen wir eigentlich?
Ja, wir wollten was an den Mann bringen. Hm. Aber wir finden keine Männer und Frauen. Hm. Und eine Frau wollen wir natürlich auch was bringen. Oh nein. Ich glaube, mein Spiel ist schon wieder abgestürzt. Nee, ich habe mich gefangen. Ach. Ja, du bist zurückgeportet gerade. Mhm. Ja, jetzt stehst du wieder in ursprünglicher Position. Irgendwas, du hast dich gefangen. Ich hoffe, dass meine Tonspur jetzt nicht synchro ist. Ja, Anflug des Schimpfens hat gewirkt. Ich werde mal also ganz Daisy kurz und dann sofort, bing, oh, die dürfen wir jetzt nicht. Bing. Ich mache das nur ganz kurz, um zu gucken, ja, ob dann noch die Tonspur noch synchro ist. Entschuldigung. Ich sehe einen Spieler. Wo? Oh. Ungefähr jetzt aufs, also vom Krankenhaus runter zum Bahnhofsgebäude ist einer den Hügel runtergelaufen. Equipped, also was ich sehen konnte. Also wirklich full equipped. Na gut, der ist ja noch weit entfernt. Ja, ja. Aber ja, wir wollten ihn ja zuerst sehen. Ja, das ist richtig, aber das Ding ist, wir sehen jetzt nicht mehr, weiß der Teufel, wo er ist. Wir wollten ihn natürlich kontrolliert ansprechen. Ich will ja jetzt nicht blind durch die Stadt rennen. Ja, vor allen Dingen, finden. Der war, also wenn ich, natürlich kann ich es von der Empfindung nicht hundertprozentig sagen, aber der sah schon wirklich Fufu aus und Fufu anzusprechen ist schon... Ja, aber kann man auch machen miteinander. Also ich sag mal ja, so, wenn ich jetzt hier, wo wir jetzt stehen, wenn jetzt rechts da vorne einer in die Fabrik reinläuft, rechts von uns, auch Fufu, dann kann man da, dann ist der, wissen wir, der ist kontrolliert, wissen wir, dass der da im Gebäude ist. Da kann man dann sich dem Gebäude mal nähern und ihn ansprechen. Ja. Aber ich renne nicht so wild in die Stadt einfach rein, nur weil da hinten irgendwo einer rumlaufen ist. Aber wir Fufu-Leute sind ja meistens auch auf PvP aus. Das ist halt einfach so. Das Krankenhaus gerade, ich sehe es nicht. Ach doch, da, glaube ich. Ja, aber das ist ja, der ist ja da den Berg nur runtergelaufen. Ich sehe da noch nicht mal einen Berg. Ja, den Hügel da, der runtergeht vom Krankenhaus, weißt du doch, Richtung Osten. Aber von hier sehe ich den trotzdem nicht. Ja, da siehst du, der wird wahrscheinlich nur ein kleines Stück da gesehen, genau, den Putz hier gesehen haben, ne? Ach nee, das sind die Hochhäuser. Wo ist denn das Krankenhaus? Da ist das Feuerwehr. Das Krankenhaus sehe ich auch nicht so korrekt, aber ich weiß, dass es von da ungefähr runtergeht. Ja, das war das Krankenhaus. Ich weiß, wo du meinst, ich konnte die Stelle aussehen, wo das Krankenhaus sehen. Das wäre natürlich schön, wenn jetzt einer in die Fabrik laufen würde. Das würde genug passen für uns. Über den Buschi. Rechts vor. So, das Krankenhaus müsste schräg hinter der Feuerwehr sein. Ajo, immer noch auf der Suche nach dem Krankenhaus. So, wurscht, der Spieler ist dann längst im Meer. Nee. War ja on the run. Oh, I'm on the run! Wer ist denn da im Buschi, Alter? Ist das Hajo? Ich? Da hab ich doch gesagt, dass ich im Buschi gehe. Hallo, wer ist im Buschi? Hallo. Hallo, ich bin Buschi. Du bist Buschi? Ich bin Buschi. Ich bin auch ein Buschi. Ist das noch ein Buschi denn? Oder Buschi ist hier. Komm, wir rücken mal vor zum Linken. Ich in den rechten oder den linken? Ich nehme den linken. Hab's den linken? Kannst du den rechten nehmen? Nein, ich will mit dir in Buschi. Okay. 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 Buschi. Ah, was ist Buschi? Ich wette, uns hat jemand gesehen. Ja, ich glaube nicht. Guck keine. Hajo, du rückst auf? Ja, bin jetzt auch bei euch. Ich wollte nur wissen, wie die Schritte gehören. Das haben sie hier noch nicht auf dem Kicker. Nur wenn sie wissen, dass da Leute hinlaufen. Sonst guckt hier keiner hin. Der auf der Lauer liegt. Oh. Warte mal, den dicken roten Baum, wa? Ja, da ist aber nicht so wirklich Deckung, ne? Ja, der dicke rote Baum. Halt nur nach vorne Deckung. Der dicke rote Baum. Er kennt ihn nicht. Ich bin ein Ent. Ich bin kein Baum. Ich bin ein Ent. Zombies gehen am Strand. Industriedach. Hä? Das Hochhaus. Ja, ich spotte nur so ein bisschen.
Und? War Interessantes dabei? Mehr nicht. Aber hier bin ich noch nicht alles. Hochhaus im Westen. Da sehe ich aber auch nicht alles. Gleich macht's Piu! Ja klar, das ist ja meistens so. Irgendwann einen wird's wieder erwischen. Da kann man wieder nur hoffen, dass man vielleicht nur angeschossen wird. Na? Kennst du mich noch? Jetzt, ja. Der Bauer kennt selbstverständlich seine Bäuerin. Und jetzt? Ja, weiß ich nicht. Weiter müssen wir. Nutzt ja nichts. Hallo, du kannst ja bleiben, wo du willst, aber ich möchte immer gerne wissen, wo du bist. Ja, ich rücke dann weiter auf. Ja, okay. Ja, mit Kommunikation hat der Hajos nicht so. Ist ja gut jetzt. Alter. Willst du mit mir diskutieren? Ich sitze am längeren Hebel. So, ein Tag kein Futter. Hast du Pech gehabt? Das war natürlich nur ein Scherz. Du brauchst mal, falls wir einen Spieler finden, wenn er nicht kooperiert. So, dann gibt es halt einen Tag nichts zu essen. So. Gehst du nichts einen Tag von der Ernte ab? Hm. Hakuna Matata, Camperhaus. Camperhaus, kommen zwei raus. Grünes Camperhaus. Laufen jetzt Richtung Krankenhaus. Ich wollte gerade noch sagen, die Türen sind zu und dann gingen die Türen auf. Ey. Welches grüne Camperhaus? Das neben dem Krankenhaus links. Sind zwei jetzt runter zum Krankenhaus gelaufen. Lustig, ey. Lustig. Im Krankenhaus. Bist du in diesem, Ja, ich bin hier in dem Haus. Wenn du hier durchs Fenster guckst, da siehst du das grüne Camperhaus, das ist aufgegangen und dann sind sie rechts runter zum Krankenhaus. Ach, das Camperhaus. Doch, das Camperhaus. Okay. So lustig. Guck da gerade drauf und wollte gerade sagen, die Türen sind zu und auf einmal gehen die auf. Kommt zwei Spieler raus. Okay. Hauptsache, die haben uns nicht gesehen. Einer auf dem Dach. Ganz oben. Krankenhausdach? Ja, geht jetzt aber leider wieder runter. Aufs große Dach. Mit weißem Feuerwehrhelm. Mhm. Hatten auf jeden Fall Waffen. Ja, die sind natürlich zu weit weg. Aber wir wissen, in welchem Gebäude sie sind. Willst du abschießen? Aber zu zweit. Nein, aber zum Ansprechen, aber zu zweit. Mhm. Vor allem, wer aufs Krankenhausdach geht, der möchte auch Sniper meistens, ne? Ja, scheiße. Wieder aber oben, aber kein Moment. Ja, von ganz oben ist er runter. Ich weiß nicht, ob die wieder rein sind ins Treppenhaus. Na gut, wir haben sie auch gelootet. Ich weiß nicht. Weiter. Hey, ho, oh, hey, ho. Oh. Wo bist du hingegangen? L-Haus. Weiter Richtung Osten. Aber auch keine schöne Ecke. Wieso? keine so positiven Erinnerungen hier. Stimmt. Dran. Auch so nostalgisch zu sein, ja. In den letzten Folgen, ein paar Folgen hieß es hier. Oder dabei. Hätte ich nicht so glücklich in dieser Ecke gelaufen. Zombie hier. Wie hat wie so ein
Pferd hier. Hallo, ist nur auf die Pferde zu beleidigen? Ein Pferd klingt doch mal tausendmal schöner. Als so ein Ekel. Hajo, läufst du umher? Ja. Gut. Oh, sitz jetzt hin. Was? Jetzt oh, ja, ich dachte, der wird Alkohol mit. Keine Pistole? Ja, ich will jetzt umgehen. Liebst du denn, wenn du es gar nicht bemerkst? Ich geh mal ins Hexenhaus. Wird da mal oben ins zweite Stockwerk gehen. Wenn du an mir vorbei läuft, ohne mich zu sehen. Ich weiß doch, dass du da bist. Soll ich dich streicheln im Vorbeigehen oder was? hast du dich benachteiligt gefühlt? Oh, hier sind die Türen zu. Also das muss nicht unbedingt was bedeuten. Nee, ne? Kann aber was bedeuten. Okay, unten ist safe. Ach Mist. Ich weiß nicht, wenn die Team können wir hier irgendwie vorgehen. Ja. Was bitte? Nee, das liegt auch nicht an uns. Da können wir nichts machen. Die Spieler laufen halt grundsätzlich wenig durch die Gegend. Ist halt so. Da dann auch. Jetzt hier oben. Fliege ich raus oder ist der Server down? Hallo? Oh nö. Hört mich niemand. Ich glaube, mich hört niemand. Ach, wir hören dich. Ja, die ganze Zeit? Ja, sicher. Ja, weil ich habe euch nicht mehr gehört. Und ich bin auch aus dem Spiel geflogen. Ach so, nee, das haben wir nicht gehört. Ich glaube, ich habe gerade Internetprobleme. Oh je. Oh Gott. Bist du echt, also bist jetzt raus? Ja, warte mal, ich versuche wieder reinzukommen. Oh, ich bin Dritter in der Warteschlange. Wir warten jetzt noch 2 Sekunden, wenn das... Na, jetzt bin ich schon Zweiter. Dann braucht man nicht schneiden. Wenn das jetzt hier nur eine halbe Minute dauert, ist das okay. Ja, sonst können wir auch ein Folgenpäuschen machen. Meinst du? Ja, ne? Ja, dann wird die Folge halt etwas kürzer. Knapp unter 20 Minuten oder so, aber ist ja nicht schlimm. Na gut, dann machen wir jetzt hier ein Folgenpäuschen. Ob ich wieder raufkomme, was da passiert, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Adieu, tschüss. Ciao, ciao. Beam.